Der Abend ist die schönste Zeit zum Spazierengehen. Kaum ist die Sonne untergegangen, geht der Vollmond über dem dunklen Hause auf. Und die Tiere der Nacht schicken sich an, die Welt zu erobern. So ein Igel ist ja auch als Flohtaxe bekannt, dem weiche ich lieber aus. Genau hier ist er aus dem Zaun gekrochen. Ja, und wer bist du? Eine Maulwurfsgrille. Sowas hat die Welt ja noch nicht gesehen. Kaum, dass ich sie geküsst habe, hat sie sich in einen Schmetterling verwandelt. Haben alle diese Grillen solche Flügel oder ist das ein besonderes Exemplar? Vielleicht ist es eine verzauberte Grillenprinzessin. Ganz aufgeregt versuchte sie mir den Hof zu machen und mich mit ihrem Flügelschlag zu beeindrucken. Und weil ich mich so gar nicht für sie interessierte, ist sie dann einfach weiter spaziert.